Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shokibanuki Daily. Warum Daily? Weil wir täglich unsere Tagesdosis Angehörwissen auf eure Ohren und Augen bringen. Richtig. Mit bei mir im Studio ist der legendäre Sascha. Das finde ich aber nett von dir. Und der überaus persönliche Pujan. So, wir haben euch wie immer was mitgebracht. Und zwar fangen wir an mit dem Geburtstag des Tages. Wer hat Geburtstag? Der Geburtstagsticker. Also, wie heißt das? Geburtstagskind. Ja, das ist ein schweres Wort. Der Geburtstätige heute, am 26. März, ist Felix Neureuther. Herzlichen Glückwunsch, Felix. 1984 auf die Welt gekommen. Felix ist... Ach so, das ist der Sohn von der Rosi Mittermeier. Jetzt greift doch der Geschichte nicht vor. Ich wollte den Spannungsbogen langsam aufbauen. Entschuldigen Sie, ich nehme es wieder zurück. Felix Neureuther ist ein deutscher Skirennläufer, der vor allem in der Disziplin Riesenslalom erfolgreich ist und zahlreiche Weltcup-Siege für sich verbuchen kann. Geboren, wie gesagt, 26. März 1984 in München-Pasing. Und die Mutter ist die Rosi Mittermeier. Und der Felix Neureuther ist der Sohn von Christian Neureuther. Von Christian Neureuther. Und die Rosi Mittermeier, die älteren Generationen unter euch werden das noch kennen, die hat auch sowas wie Teleski gemacht. Ja, genau. Das war sozusagen die Gymnastik für die Leute am Fernsehen, bevor die in den Skiurlaub sind, damit die schon mal warm geworden sind und sich nicht verletzen. Totaler Käse, ehrlich. Was? Und sie hat ja auch bei Dalli Dalli mitgemacht. Zapperlott. Er und sein Mann, ja. Christian Neureuther und Rosi Mittermeier waren noch bei Dalli Dalli auch mit dabei. War die Rosi auch mit dabei? Rosi war auch mit dabei. Ja. Die sind sehr oft als Paare aufgetreten. Die waren als Jury da irgendwie so, haben gesagt so, das Wort Schweinekopf und Krokodil ist doppelt gewählt worden. Das hört sich aber sehr Balkan-Grill-mäßig an, was du da sagst. Ist egal, ich kann dir deren Dialekt nicht nachmachen. Dann lass es doch gleich. Ja, was hast du mitgebracht? Ja. Heute ist auch der Film Der mit dem Wolf tanzt von Kevin Costner mit 7 Oscars prämiert worden. War das nicht der Film mit der Überlänge? Der war 3,5 Stunden oder sowas. Ne? Lecco mio. Aber dafür, dass er einfach nur ein bisschen rumgehoppelt ist und auf ein paar Büffel geschossen hat. Fandst du den gut eigentlich? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich glaube, ich habe versucht, ihn einmal zu sehen, aber dann lief das irgendwie im Hintergrund. Ich glaube, der war okay. Der war, konnte man echt gucken, aber... Boah. Kevin Costner, Robin Hood, Waterworld. Ja, der hat dann immer so epochale Filme gemacht irgendwie plötzlich. Nach dem Der mit dem Wolf tanzt war irgendwie der Hit, aber... Aber Robin Hood, damit hat er ja den Durchbruch gehabt, ne? Den Blinderdurchbruch. Das war den Blinderdurchbruch, ja, genau. Nee, das war sein Durchbruch. Echt? Und dann kam noch Robin Hood, ja, genau. Okay. Ja, Robin Hood war danach, auf jeden Fall. Ich habe übrigens noch einen Gast draußen vor der Tür. Den Dr. Brausefrosch. Ach du Jemine, ja, der wollte unbedingt wieder mit dabei sein. Soll ich ihn kurz reinholen? Holen rein. Okay. Grüß dich, Sascha, was bedrückt dich denn? Ich habe mich total gefreut, dass du da bist heute, Dr. Brausefrosch. Ich bin auch froh, wieder da. Brausefrosch. Entschuldige, meinen Namen wirst du ja wohl mittlerweile kennen können. Dr. Brausefrosch. Ich habe euch was Wunderbares mitgebracht an Wissenswertem an diesem 26. März. Und zwar ist am 26. März 1851, ich fange mal so an, einen dritten Versuch mit dem nach ihm benannten Pendel führt der Wissenschaftler Léon Foucault diesmal im Pariser Pantheon durch. Mit Hilfe eines 67 Meter herabhängenden Seils beweist er mit dem Versuch die Erdrotation. Erdrotation. Das war am 26. März, oder was? Ja, ich habe euch da mal was mitgebracht. Ein Foucault'sches Pendel ist ein langes sphärisches Pendel mit einer großen Pendelmasse, wie wir hier sehen können. Mit dessen Hilfe ohne Bezug auf Beobachtung am Himmel die Erdrotation anschaulich nachgewiesen werden kann. Mhm. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Mich auf jeden Fall. Ja? Ich fand es richtig, richtig... Das heißt, wenn du sowas siehst, nicht einfach dranhängen und einen auf, wie heißt diese Göre, Miley Cyrus machen und sich dann nackig hier durchs Museum... Das wäre doch mal was. ...pendeln. Ja, aber nur für dich. Aber für Miley Cyrus auch. Geballtes Know-how. Extra für euch. Das war am 26. März. So sieht's aus. Aber am 26. März hat sich ja auch... Ostpakistan von Westpakistan getrennt. Ja gut, das ist jetzt keine Neuigkeit. Sieht man hier Westpakistan und Ostpakistan. Ja. Ja, ist relativ weit voneinander entfernt, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ostpakistan, heute bekannt unter dem Namen Bangladesch. Bangladesch, genau. Ja, tu dich so. Also, du bist ja Dr. Brausefrosch, der weiß ja alles. Indien. Ja. Ja. Mhm.
Und warum kam es damals zu Pakistan? Ganz einfach, weil die Moslems in Indien mit den Hindus Streit bekommen haben. Und da hat man irgendwann gesagt, okay, wir trennen einfach das Land. Und selbst da gab es jede Menge Unruhen, gerade bei den Umsiedlungen von den Indern nach Indien und von den Pakistanis nach Pakistan. Aber sie haben es hinbekommen und das ist alles, was zählt. Es gibt immer noch ein bisschen Reibereien. Wir erinnern uns, vor einigen Jahren kam Indien mit der ersten indischen Atomrakete um die Ecke oder Atombombe. Und Pakistan hat dann natürlich sofort nachgezogen. Das heißt, wir haben Gott sei Dank mal wieder noch mehr Atommächte auf der Welt. Ach, als zum Glück, würde. Zum Glück, ja. Meine Güte. Mann. Wann wird die Menschheit endlich lernen? Aber Dr. Brausefrosch, ich bin froh, dass du heute da bist und dass du uns das so fundiert erklären kannst. Sehr gerne. Jederzeit wieder. Zum Abschluss noch einen kleinen Zaubertrick. Was? Was denn jetzt? Ja. Gern geschehen. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss. Bis morgen wieder bei Schoki Banoki Daily.